In der Notaufnahme möchte Besucherin Agatha zu ihrer gerade eingelieferten Tochter Patricia. Hi, ich grüße dich. Hi. Ich habe jemanden mitgebracht. Einmal die Mutter, Frau Nowak, hat übrigens heute Geburtstag. Und den Freund habe ich im Schlepptau. Okay. Kommen Sie rein, Engel. Hallo, mein Schatz. Wie geht's dir denn? Hi. Ist alles gut? Hallo. Um Gottes Willen. Au. Oh. Nein. Einfach leise. Okay, ganz kurz. Bitte? Engel ist mein Name, ich bin hier die Ärztin. Sie sind die Mutter? Guten Tag. Ja, ich bin die Mutter. Nowak auch. Ja, ja, wir haben uns auch gerade erst kennengelernt. Ich weiß noch gar nicht, was passiert ist. Und Sie sind? Mein Freund Mike. Okay, so. Und was ist jetzt passiert? Ich sehe offensichtlich, also der Rettungswagen hat mir übergeben, irgendwie ist hier ein Pfeil im Oberarm. Ja, er hat meine Tochter getroffen, weil er einen gefährlichen Trick machen musste. Ja, nicht gefährlich, es war geprobt. Ich kann Ihnen das einmal kurz zeigen, bitte. Ich bin auf die Tafel geschnallt, da sind Ballons drumherum. Und dann schieße ich aus einer sicheren Distanz. Ich bin Profi, ich kann das. Wir wussten noch nicht, wie tief ist die Verletzung. Ist eventuell sogar ein Nerv oder sind vielleicht Adern verletzt und blutet es im Nachhinein sehr stark. Ich konnte schon verstehen, dass die Mutter sehr besorgt war und auch ein bisschen sauer auf den Freund, dass er letztendlich der Auslöser der doch seltsamen Verletzung war. Ja, das ist nicht das erste Mal. Ganz oft gemacht, Mama. Nur du musstest jetzt ja Christian, meinen Ex-Freund, einladen zu deinem blöden Geburtstag. Was hat das damit zu tun? Ja, der hat bestimmt den Pfeil manipuliert. Wie bitte? Ja, natürlich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wird doch genau ins Schema passen zu Christian. Wie bitte? Natürlich. Aber das glaube ich nicht. Doch. Auf keinen Fall. Das macht er nicht. Wie bitte? Du wolltest noch nie, dass ich Artistin werde. Ach. Ich bin so glücklich. Jetzt lass mich doch einfach damit. Sag mal, ja, ich wollte nicht, dass du Artistin wirst. Ich wollte, dass du was Anständiges machst. Ja, stimmt, deine Ausbildung. Aber ich mach doch so etwas nicht. Entschuldigung, und dein Ex-Freund auch nicht. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist ihr Traum. Warum willst du denn immer im Wege stehen? Ja, man sieht ja, was da rauskommt. Das ist unerklärlich, wie das passieren konnte. Ich kann den Dreck mit verbundenen Augen. Okay. Jetzt müssen sich alle Gemüter einmal beruhigen, weil hier steckt immer noch eine Pfeilspitze im Oberarm. Um die werde ich mich jetzt kümmern. Ich habe mir die Patientin angeschaut und vor allen Dingen die Kraft und die Sensibilität getestet. Denn da wusste ich schon mal, wahrscheinlich ist kein Nerv betroffen und auch, Gott sei Dank, kein großes Gefäß. Dann habe ich den Verband abgemacht und die Patientin musste tief ein- und ausatmen. Und dann habe ich den Pfeil rausgezogen. Das blutet noch nicht mal großartig nach. Sie haben richtig doll Glück gehabt. Na, das sieht so aus, als ob das tatsächlich nur ein Muskel war und noch nicht mal oder wahrscheinlich nur ein kleines Hautgefäß betroffen ist. Sie haben wirklich richtig Glück gehabt. So, da ist jetzt eine kleine Wunde. Die würde ich dich dann bitten, mit einem Steristrip zu versorgen. Ja. Nochmal ordentlich zu desinfizieren, Verband drum machen. Mhm. Da machen wir jetzt so ein kleines Pflaster drauf, so ein Klammerpflaster, weil das ist natürlich schon ein kleines Mini-Loch in der Haut. Mhm. Und da machen wir ein Klammerpflaster drum, dass das wieder gut zusammenwächst ohne Narbe. Okay. Als ich den Entlassungsbrief für Frau Nowak fertig hatte und mir sicher war, dass sie jetzt nach Hause geht, da wendete sich das Blatt und der Freund der Patientin war plötzlich ein akuter Notfall. Alles gut? Nicole! Alles klar? Was ist los? Charlotte? Warten Sie mal, ganz ruhig. Haben wir einer den Hut? Ich kann nicht sehen. Und Mikes Sehschwierigkeiten bleiben nicht das einzige Problem des 25-Jährigen. Der Zustand des Artisten verschlechtert sich auf dem Weg zum Schockraum weiter rasant. Eine Ursache ist allerdings zunächst für niemanden ersichtlich. Was ist jetzt genau passiert? Ich weiß nicht, mir ist auf einmal so schwindelig geworden. Komm, mach mal ein bisschen hoch. Ne? Und irgendwie so, als ob ich... Ich hab so ein Kribbeln in den Fingern. Ja. Und ich kann nicht richtig sehen. Okay. Mir ist total schwindelig. Schauen Sie mir mal einmal hier auf die Nasenspitze. Ganz ruhig, super. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Alles okay. Herr Oss hatte ausgeprägte Zittersymptome, klagte über einen tachykarden Herzschlag, über Kurzatmigkeit und hyperventilierte. Eigentlich sind das Symptome einer Panikattacke. Das kannte er jedoch nicht zuvor. Und deshalb war ich stutzig, was hier wirklich im Argen noch liegt. Das ist nicht normal. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Nein, ich kann mir das sicher... Also. Wir machen jetzt einige Untersuchungen. Das wird nicht in Ordnung sein. Ja, was könnte das denn alles sein? Ja, Frau Nowak, auf jeden Fall ganz so, ganz ruhig weiter. Ich überhaupt nicht weiß. Ganz Sie müssen aber. Wie geht mir das? Okay. Also Sie gehen jetzt bitte raus. Wir müssen jetzt hier mal eben einmal eine Versorgung übernehmen. Ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass beide Angehörigen wirklich sehr besorgt waren um Herrn Oss, weil nicht nur die beiden standen vor einem Rätsel, auch wir standen noch vor einem Rätsel. Was ist jetzt sein Problem? Denn Mike beginnt auch noch zu krampfen.
Dr. Charlotte Engel veranlasst eine Magnetresonanztomographie, um eine Epilepsie auszuschließen und lässt den 25-Jährigen stationär überwachen. Aber auch nach zahlreichen Untersuchungen ist eine Diagnose nicht in Sicht. Wie ist es denn? War schon besser als eben. Weißt du, was los ist? Man kann mir nichts sagen bis jetzt. Ich weiß es selbst nicht genau. Ja, also wir haben jetzt einige Untersuchungen schon gemacht. Ne? Ich meine, er ist jetzt schon ein bisschen besser dran als eben. Er hat Sauerstoff bekommen, er hat auch was zur Beruhigung bekommen. Wir haben ein ganz großes EKG geschrieben, das ist unauffällig. Ne? Er hat aber weiterhin sehr schnellen Herzschlag. Ja, und wir müssen aufs Labor warten. Hatten Sie denn schon mal eine Panikattacke? Weil eben haben Sie eigentlich auch hyperventiliert und haben sich richtig gesteigert rein. Nichts dergleichen. Deswegen ja. Wenn ich irgendwelche Sachen in Sachen Panikattacken etwas hätte, dann würde ich ja gar nicht solche Auftritte machen. Mhm. Ich würde doch niemals Patricia gefährden wollen. Ich möchte dich fragen, ob du dich beim Show-Act auch schon unwohl gefühlt hast. Hast du da auch schon ein bisschen gezittert? Hast du dann in diesem Zustand diesen Show-Act gemacht? Nein, natürlich nicht. Das kann doch nicht jetzt dein Ernst sein. Herr Oss, ging es jetzt definitiv nicht gut. Und die Mutter hat sich ja noch mal Sorgen gemacht, ob er das schon vorher gemerkt hat, bevor dieser Unfall mit der Tochter passiert ist. Weil ich meine, es ging um ihre Tochter, es ging um einen Pfeil mit einem Bogen, der da auf sie geschossen worden ist. Und ich denke mir, sie wollte darauf hinausgehen, ob er das nicht hätte besser sein lassen sollen, weil ihre Tochter war definitiv auch in Gefahr. Mama, es war doch bestimmt Christian. Ich verstehe auch gar nicht, warum du den eingeladen hast. Ja, weil ich mich gut verstehe mit ihm. Ich kann vielleicht, wenn er schon da gewesen ist. Du verstehst dich ja so gut mit ihm und ich bin ja nicht erwünscht. Vielleicht hat er mir auch irgendwas ins Getränk gemischt oder das sonstiges. Das glaube ich doch nicht. Ich mache das doch seit Jahren. Das kann keinen anderen Grund haben. Ja, Herr Ost, es ist ja so, dass wir auch tatsächlich ein Drogenscreening abgenommen haben. Aber auch da haben wir leider noch nicht die Laborwerte. Sie werden auf jeden Fall so lange bei uns bleiben, bis wir tatsächlich wissen, was passiert ist. Ich bin noch erschöpft. Ich muss ja sowieso hier bleiben. Kannst du mir vielleicht mein Ladekabel holen und meine Tasche dazu und den Bogen unbedingt? Ja, den müssen wir auf jeden Fall untersuchen. Dann kann man ja sehen, ob da irgendwas dran gemacht worden ist oder sonstiges. Genau, das mache ich. Bei deinem Freund, ja? Dankeschön, Mama. Agathe, ich mach den roten Luftballon, den brauche ich auch unbedingt. Roten Luftballon? Ja, an der Scheibe war ein roter Luftballon. Okay. Nicht nur, dass ich gespannt auf die ausstehenden Blutergebnisse war, natürlich interessierte mich auch, ob der Bogen wirklich manipuliert war und wenn ja, von wem. Für Mike und Freundin Patricia steht fest, der Ex der 18-Jährigen verstellte entweder den Bogen oder vergiftete den Artisten. 20 Minuten später sind die Blutergebnisse dann endlich da. Leider werfen diese vor allem weitere Fragen auf. So. Habe ich alles gebracht? Ja, würdest du mir gleich sofort den Bogen schon geben? Ja, Moment. Ich wollte ja noch sagen, also darf ich das jetzt vor Ihren Angehörigen sagen? Wir haben die Blutergebnisse ja jetzt. Also sowohl das Drogenscreening ist unauffällig, als auch das komplette Blutbild. Also Sie sind eigentlich hier wie ein junger Hüpfer. Na, nichts haben Sie hier rot. Normalerweise, wenn was zu hoch ist, zu niedrig oder so, ne, dann wird das hier markiert. Bei Ihnen ist es komplett blande. Ich weiß immer noch nicht, was los ist, aber so lang bleiben Sie hier. Okay, dann schauen wir mal, was mit dem Bogen ist. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob der jetzt manipuliert ist oder nicht. Ja, bestimmt. Ob ich einen Fehler gemacht habe, dass ich Christian eingeladen habe oder nicht. Mike setzt ordentlich zu, seine Freundin Patricia mit dem Pfeil verletzt zu haben. Daher hofft der Artist inständig, eine Manipulation an dem Bogen zu entdecken. Allerdings findet Mutter Agatha gleich etwas, das die ganze Situation in ein anderes Licht taucht. Es ist tadellos. Nichts. Da ist nichts mit alles. Wie der gespannt ist, der Aufzug, alles ist per. Der Ballon, hast du den auch dabei? Ja, hab ich. Aber was soll denn jetzt mit dem Luftballon sein? So, bitte sehr. Ja, das erkläre ich dir jetzt gleich. Das sollte schon bei der Geburtstagsparty eine Überraschung. Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich diese Tablettenpackung in deiner Tasche gefunden. Was ja, ist das? Das ist nichts Schlimmes. Das ist mein Antidepressivum. Das habe ich verschrieben bekommen. Das habe ich aber.
Das ist alles in Ordnung. Das habe ich seit 2 Tagen nicht mehr genommen. Ich habe das abgesetzt. Mir geht's wieder total gut. Warum hast du mir denn davon nie was erzählt? Ist alles in Ordnung. Aber Moment mal, also ich habe sie ja gefragt, ob sie Medikamente oder irgendwas einnehmen. Sie haben gesagt, nein. Ja, ich habe das ja vor 2 Tagen schon nicht mehr genommen, seitdem. Also seit 2 Tagen nehmen sie ja, das? Ja, genau. Aber ich habe jetzt nicht Bescheid gesagt. Ja, haben sie das denn einfach selber, ja, wem haben sie nicht Bescheid gesagt? Ja, meinem Arzt, mir ging's ja so gut wieder. Ich dachte, das ist jetzt... Und dann haben sie es selbstständig abgesetzt? Ja, richtig. Oder ausgeschlichen? Nein, ich habe einfach von heute auf morgen? Ja, genau. Vor den Auftritten. Ja. Herr Oss, das ist ganz süß, wie Sie das formulieren, dass Sie sagen, mir ging es ja wieder so gut und dann habe ich da jetzt einfach aufgehört, das zu nehmen. Das ist ja der Sinn der Tabletten, die Antidepressiva. Die haben einen Wirkspiegel. Man muss die einschleichen, dann haben die einen Wirkspiegel, wo sie eben die Emotionen ein bisschen in Schach halten und wo man denkt, es geht einem deutlich besser. Das ist ja das Tolle an den Tabletten. Aber man darf die niemals selbstständig absetzen, weil die müssen genauso, wie sie eingeschlichen werden, ausgeschlichen werden. Weil sonst kann es zu ganz komplizierten Absetzungserscheinungen kommen. Und die haben sie alle heute ausgeprägt und gezeigt. Am ehesten ist nun auch der Unfall darauf zurückzuführen, dass Herr Oss schon da diese Zittererscheinung hatte und leider den Ballon verfehlt hat und den Oberarm von Frau Nowak getroffen hat. Um Gottes Willen, das tut mir doch leid. Das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das niemals getan. Aber zumindest wissen wir jetzt, warum es dir jetzt so ergangen ist. Und darf ich deine Fragen, die wir dir überhaupt genommen haben? Die Selbstständigkeit, das Ganze, ich ziehe das jetzt schon seit längerem durch. Und die Auftragslage, ist mal mehr, mal weniger. Aber dann ist Patricia ja gekommen und wir haben das jetzt zusammen gemacht und mir ging es schlagartig besser. Es war gar kein Problem mehr für mich und deswegen wollte ich sie auch nicht mehr nehmen. Ich brauchte sie nicht mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich niemals getan. Herr Oss wird noch eine Blutentnahme bekommen. Da gucken wir uns den Spiegel des Medikaments an und werden dann besprechen mit unserem Psychiatern, inwieweit er die Tabletten weiter noch einige Wochen einnimmt, dass wir sie wirklich ausschleichen können und es ihm danach wirklich gut geht. Aber was ist jetzt mit diesem Luftballon? Das wollte ich die ganze Zeit schon loswerden. Hat jemand vielleicht einen Stift oder sonst was? Ich habe einen. Patricia, willst du mir den Gefallen tun? Du musst, bitte erschreck dich nicht, ist alles in Ordnung, okay? Was willst du denn jetzt von mir? Ich kann das gar nicht verstehen. Nein, nur, das sollte schon bei der Geburtstagsparty passieren. Einfach mit ein bisschen Kraft gegen den Ballon. Tu mir den Gefallen. Okay. Boah, ich erschrocken. Wow. Hilfe. Oh mein Gott. Suchen Sie was? Ja, hier muss irgendwas rausgefallen sein. Okay. Okay. Lass uns mal gucken. Aha. Sie machen es richtig spannend, Herr Oss. Sie machen es richtig spannend. Wunderbar, danke schön. Es wurde jetzt heute schon so viel gesagt, deswegen will ich jetzt einfach gar nichts mehr sagen. Und es reicht, wenn du das vorliest. Jetzt will you marry me? Oh. Ja, aber ich bin ja erst 18. Ja, also vielleicht will ich morgen, auf jeden Fall, ne? Also, ich will dich auf jeden Fall heiraten, aber... Vielleicht in ein paar Jahren. Lieber morgen. Ja. Nicht im Krankenhaus. Genau. Süß war, als der ominöse Luftballon dann plötzlich zum Platzen gebracht wurde und es kam eine sehr süße Nachricht zum Vorschein und ich wünsche den beiden alles Gute. Nach der Blutanalyse und Rücksprache mit einem Psychiater schlich Mike die Antidepressiva langsam aus, sodass die Symptome zurückgingen. Inzwischen geht es dem Artisten auch ohne Tabletten gut und seine Pfeile treffen wieder ausnahmslos ins Schwarze.